Hallo und herzlich willkommen zurück zu Forspoken und dem Beagle. Eigentlich müsste ich Infamous 2 oder Saw 2 aufnehmen für Puffer und so, aber jetzt bin ich irgendwie so in Forspoken drin, dass ich mir heute für die nach der Arbeit, für die nach der Arbeit, Deutsch like at its best und so, mir Haust dachte, das ab? Ja gut. Naja, möglich ist alles. Eine geringe Chance ist auch eine Chance. True. Ich will nicht zurück in diese Höllenlandschaft. Ach, du machst das schon. Schließlich bin ich ja bei dir. Du bist ein arrogantes Armband. Aber ja, ich dachte mir jetzt nach der Arbeit so, ja komm, gestern, das war schon eine coole Runde, aber du bist noch gar nicht wirklich im Open World angekommen. Und ich habe das Gefühl, meine Parkour-Fähigkeiten brauchen noch ein bisschen Hilfe. Just saying. Also sie hat nichts hier außer Bücher, ist das so? Sind sie das? Deine Eltern? Ja, das wurde in einer Gilde der Kognoszenten gemalt. Vater war einer der Kognoszenten von Jenun. Er verlegte all seine Arbeit nach Prenost, kurz bevor der Bruch die Gilde in Jenun zerstörte. Mal gucken, ob ich mir das merken kann. Seine Notizen sind in Prenost? Ja. Er brachte mich hierher, damit ich vor dem Bruch sicher bin. Aber bald danach zog es ihn zurück zu seiner Forschung. Das ist 20 Jahre her. Wir sahen uns nie wieder. Und inzwischen wurde das gesamte Umland vom Bruch verschlungen. Mistkalt. Also in Prenost. Prenost. Erzähl mir von ihm. Er war ein kluger Mann. Allseits beliebt. Er stand kurz vor seinem Ziel, den Bruch zu verlangsamen. Vielleicht sogar umzukehren. Das Volk glaubte an ihn. Glaubte, dank ihm würde alles wieder wie es war. Und dann? Ich versuche, seine Arbeit fortzuführen, damit Hoffnung bleibt. Hier, seine Notizen zu den Turana. Ja, sieht vertraut aus. Du kannst es haben, wenn du mir hilfst. Quid pro quo. Alles klar. Er bewahrte seine Bruchnotizen in roten Büchern auf. Du musst sie finden und zu mir bringen. Okay, ich hol also die Bücher, bring sie zu dir und wir sind quitt. Danach war's das dann für mich mit helfen. Ich werde tun, was ich kann, um dich nach Hause zu bringen. Du hast mein Wort. Legst du dafür die Hand ins Feuer? Ich soll brennen? Nein, das ist nur eine... Vergiss es. Ich werde diese Worte sofort vergessen. Gut. Okay, bin dabei. Wieso nicht? Ist nicht so, als hätte ich viele Optionen. Das sind gute Neuigkeiten. Ich habe keine Option. Oh, super geil. Ja, geht's mir zwar nicht, aber klar, okay. Bevor du einen Ausflug in den Bruch unternimmst, solltest du dich ausruhen. Ich gehe morgen früh. Wo kann ich mich aufs Ohr hauen? Ohr hauen? Aufs Ohr. Schlafen. Oh, natürlich. Folge mir. Ich muss dazu einfach gleich mal was sagen, weil die Dialoge kriegen ja gerade Shitstorm ohne Ende. Leute, die Dialoge, dieses Mädel ist nur in New York aufgewachsen und hat da als Waise dementsprechend auch nicht sonderlich viel Manieren beigebracht bekommen. Dankeschön. Ich lege die saubere Kleidung raus. Danke. Das ist nett. Du bist in Ordnung. Ach so. Und sie spricht halt sehr locker, flockig und mir ist schon klar, dass ein normaler Mensch mit Manieren so nicht reden würde, aber sie ist ein Waisenkind. Sie hat vermutlich nie groß Manieren beigebracht bekommen, nie gelernt, dass man in manchen Situationen vielleicht einfach mal die Fresse zu halten hat. Dahingehend finde ich diese Verbindung von ich benutze meine Alltagssprache, wie ich sie halt kenne, in einer Welt, wo es eigentlich total unangebracht ist. Sie hat es total wörtlich genommen mit, du würdest deine Hand, das ist ein Sprichwort von uns, du würdest deine Hand auf ins Feuer legen. Was, ich soll brennen? Was? Ich finde es geil. Und ganz ehrlich, ich bleibe immer noch dabei und das habe ich auf Twitter auch schon geschrieben, wenn Nathan Drake so einen dummen Spruch gebracht hätte, hätte jeder es gefeiert. Und Nathan Drake hat in seiner Karriere von 4 Spielen unfassbar viel Bullshit gelabert und ich habe alles davon geliebt. Wirklich alles. Und deswegen, ich mag die Dialoge hier. Die haben was.
Ach, ich muss mich zum Schlafen ja nicht ausblenden. Das kommt mir alles so unwirklich vor. Mir auch. Und doch ist es wahr. Schlaf jetzt. Morgen wird wieder ein langer Tag. Gefängnisausbruch abgeschlossen. Ich bin ja so stolz. Ich bin aus einem Gefängnis ausgebrochen. Hätte ich zwar alleine nicht geschafft, aber hey, jetzt darf ich speichern. Die Forschung ihres Vaters. Oh Leute, ich weiß nicht, warum mir so frisch und kalt ist. Oh, darf ich die Haare anders machen? Ich glaube, sie fühlt sich ziemlich cool. Oh. Ausrüstung. Zur Ausrüstung zählen alle Gegenstände, mit denen Frey sich ausstatten kann, um ihre Fähigkeiten und Werte zu verbessern. Wähle Ausrüstung im Menü aus, um deinen aktuellen Auswahl zu verändern. Wenn du einen neuen Gegenstand erhältst, solltest du nachsehen, welche Effekte er hat. Sie können dir den entscheidenden Vorteil bringen. Kapuzenumhang. Ein ganz normaler, behaupte ich. Es gibt ja auch so einen PlayStation-Kapuzenumhang. Jetzt siehst du aus wie wir. Nur die Schuhe verraten dich. Das sind meine treuen Fluchthelfer. Die Treter bleiben. Letztes Wort. Einverstanden. Hier, die wirst du brauchen. Eine Karte Ethias, damit du dich nicht verlässt. Die Hose verrät sie nicht. Hier, da ist die Kognoszentengilde. Perfekt. Sie hat einfach nur ihr Hemd ausgezogen. Sie hat nur ihr Hemd ausgezogen und sonst alles so gelassen und sich jetzt so einen Überwurf drüber gemacht und sie kommt an. Ach, du siehst jetzt voll aus wie wir. Geil. Bray hat diese detaillierte Karte von Orden erhalten. Sie zeigt alle vier Reiche Arteas. June, Brenost, Avoalet. Alter, ich bin so froh, wenn mir irgendjemand sagt, wie man den Scheiß ausspricht. Und Visoria. So wie die Stadt Sipal in seinem Zentrum. Vor dem Bruch konnten die Menschen frei von einem Land ins andere reisen. Aber diese Zeiten sind längst vorbei und heute weiß niemand, was aus dem Ort, die auf der Karte markiert sind, inzwischen geworden ist. Die Kapuze, die Orden Frey gab, als sie ihr zur Flucht aus dem Turm von Binoy verhalf. Binoy, Diese Vorsichtsmaßnahme war notwendig, er ist mir doch scheißegal. Was haben wir denn hier? Kognoszentren. Ey, ganz ehrlich, selbst ich fände das Wort sehr eigenartig. Aber ist okay. Die Forschung ihres Vaters. Kann ich jetzt irgendwie irgendwas Cooles schon machen, oder? Alle meine Ressourcen sind da drin. Die hat sie einfach so immer drin gehabt. Was anderes habe ich leider nicht. Ein Halskette habe ich gar nicht. It's a magic. Warum darf ich das nicht machen? Stufe 4. Bis zu... Aber ich nur 20 Punkte habe insgesamt. Okay, ich verstehe. Glaube ich zumindest. Kann ich noch mit dir reden? Nochmals, danke. Tantas Segen. Ja auch, jo. Was immer das heißt. Oh, schon wieder eine Zwischensequenz. Jetzt lasse ich mich drin, Leute. Ist mir jetzt auch egal. Naja, immerhin sind ein paar Bewohner hier unterwegs. Dafür, dass angeblich alle Menschen hierhin geflohen sind, ist mir das zwar ein bisschen zu wenig, aber nehme ich. Ist okay. Und sie kann sich jetzt frei da bewegen, obwohl sie eigentlich im Gefängnis sitzen soll? Verstehe ich das richtig?
Steck dir doch einen Apfel ein. Ein Apfel am Tag? Frey zu stärken vermag. Wie poetisch. Das nennt man Diebstahl, Frey. Ich dachte, wir machen es besser. Das habe ich doch alles schon gelesen gehabt. Was wollt ihr von mir, Leute? Nee. So hier nicht. Nicht so hier nicht. Nicht. Ich wollte aber mal was anderes kurz gucken. In Zipa kannst du diverse kleine Anekdoten erleben, bei denen es darum geht, Stadtbewohner zu helfen. Die Charaktere, um die es geht, erkennst du an einer Markierung über ihren Köpfen. Manche dieser Aufträge stehen möglicherweise im späteren Verlauf der Handlung nicht mehr zur Verfügung. Warte also nicht zu lang, damit auf Leute zuzugehen und drücke, um eine Unterhaltung zu beginnen. So, wo geht's zu der Gilde der Kognoszenten? Wenn ich die Karte des Bauernmädchens richtig lese, müssen wir zum Südtor der Stadt hinaus. Okay. Aber ich will erst mal nichts mit Menschen reden. Ah, seht mal. Dort vorne ist unser Ziel. Mhm. Yo, man! So, man hört, du willst zur Gilde. Warum hört man das schon? Du hörst wohl so einiges. Das ist wahr. In dieser Stadt passiert wenig, von dem ich nichts mitbekomme. Keine Ahnung, ob wir ihm trauen können. Aber mal sehen, was er uns verraten kann, meinst du nicht? Die Kognoszenten studierten alles, was uns Normalsterblichen viel zu hoch war. Unser lieber Tree meinte immer, eines ihrer Bücher wäre mehr wert als 100 Brotlaibe. Das ist alles? Ich dachte, du wärst so gut informiert. Ich sagte doch, ich kenne die Stadt gut. Und dieser Ort liegt nicht innerhalb der Stadt, soweit ich weiß. Komm schon, das war besser als nichts, armer Kerl. Orden ist zwar ernst, aber sie hat Köpfchen. Und in Zippor gibt es niemand Gütigeren. Gut, es gibt Leute, die meinen, dass sie ihre Nase in Dinge steckt, die sie nichts angehen. Das hat mir das Leben gerettet. Ich gehöre auch zu diesen Leuten, das steht fest. Was denn, Armreif? Warum? Aber ihr Vater, Roby, er war angesehen genug, dass jeder weiß, sie muss das Herz am rechten Fleck tragen. Er war früher ein ziemlich guter Kunde von mir. Aber ich habe doch gar kein Geld. Oder womit auch immer man hier bezahlt. Glaubst du nicht, du hast genug getrunken für ein Leben? Anscheinend kriegt man das hier gratis. Na gut. Wow, edles Zeug. Das Aroma ist ja ganz schön vielschichtig. Hm, eine echte Kennerin, was? Oder einfach nichts anderes. Mir kannst du sagen, was ist die Geheimzutat? Ha, die ist geheim. Und das wird sie auch bleiben. Hm, wie du willst. Und ich Orden verlässt sich wirklich auf dich, weißt du? Ja, weiß ich. Ist ja nicht mein Problem. Ach komm, Frey, jetzt. Wie nett. Na, wir sehen uns bald wieder. Ganz. Das ist immerhin das einzige Gasthaus hier. Ja, dass man dann konkurrenzlos ist, ist schon klar, ne? Was haben wir denn hier noch? Nee, warte mal. Was ist das? Das ist Pater aus Chenun. So sehen hier Würfel aus? Sie sind aus Tierknochen. Ew. Du wirfst sie. Und wenn du eins der kleinen Symbole würfelst, dann ist heute dein Glückstag. Wow, klingt spaßig. Oh, es macht Spaß. Niemand nimmt das Spiel allzu ernst. Okay. Los, probier es mal. Pater sind würfelähnlich und bestehen aus Tierknochen. Sie zu werfen bringt angeblich Glück. Probier es aus, wenn sie auf Symbole landen, erhältst du einen vorübergehenden Kampfbonus. Okay. Why not? Im Zweifel wird alles noch viel schlimmer werden. Na, sieh dir das mal an.
Aber wie lange heißt vorübergehend? Wenn ich jetzt hier immer noch durch die Stadt laufe, ist das vermutlich ziemlich sinnlos, oder? Nicht mehr auf die Karte, Leute. Karte, Karte, Karte. Hier ist das Tor, wo ich raus muss, korrekt? Ja. Wo bin ich? Man weiß es nicht so genau. Ach, da darf ich gar nicht hoch. Hm. Na gut. Bis bald. Dir gefällt es dort, nicht wahr? Hat was, ja? Ich schätze, es ist schon ganz okay da. Oh, wäre ich noch jung und Stammkunde in der örtlichen Trinkstube. Ja, neidisch, was? Ich darf hier einfach so rein. Wie ist sie denn? Ich bin ein paar von Vaters Notizen durchgegangen. Aber leider sind sie alle sehr alt. Ich bräuchte seine Notizbücher aus der Cognos. Kriegst du, laber mich nicht zu. Kriegst du, laber mich nicht zu. Sie hat zwei Eingangstüren, muss ich das verstehen? Leute, ich will mich hier anständig umsehen. Das ist einfach Fakt. Alter, was haben die hier mit dem Licht gemacht? Nein, ich will das andere haben. Danke. Da hinten ist doch noch irgendwas. Ich habe es genau gesehen. Und keinen interessiert es in dieser Stadt, dass sie lustige Dinge machen kann. Holde Maid, schenkt mir ein. Ich schenk dir ein Ohr. Bitte. Aber nicht euer Ohr. Ich habe ein Lied für euch. Für mich? Wohlan denn. Lasst mich euch mit der Ballade der äußerst gewitzten Person aus Sipol beglücken. Ist ihm ernsthaft kein besserer Titel eingefallen? Nun, hat sie euch ergriffen? Ich habe nichts gehört. Hat die klagende Melodie Bilder des nahenden Pesthauchs heraufbeschworen? Ich habe immer noch nichts gehört. Die Schreie seiner garstigen Bewohner. Ist die unglückselige Bevölkerung der Stadt, wie ich, dazu verflucht, deren Mauern nie wieder zu verlassen? Wieder? Warst du etwa jemals da draußen? Aber ja doch. Welch ein Musikant wäre ich, würde ich nicht ausziehen, um durch Berg und Tal zu wandern. In meinen Träumen natürlich. Hey, Bade! Verbrecher durchstreifen die Straßen und du machst weiter deine Katzenmusik, obwohl gerade eine Krise herrscht. Vergebt mir, aber es herrscht immer eine Krise. Nun, da hast du nicht Unrecht, aber trotzdem. Sie ist eine Wache, Frey. Wir sollten gehen, sofort. Ich verschwinde dann mal besser. Warte, du bist... Nein. Schade, dass ihr gehen müsst, Holde Maid. Doch die Zeit drängt. Auf, wohlan. Das war eindeutig zu knapp. Aber dank des Narren sind wir entkommen. Traumwanderung, für wahr. Ja, und dieses Lied. Was soll das bitte gewesen sein? Da ich es nicht gehört habe. Sind wir endlich da? Oh nein, ich hab gesagt, ich mach das so lange mit, wie es nicht nervig wird. So. So sieht's aus. So einfach ist das für mich. Kann ich echt mit der Wache reden? Heute suchen sogar noch mehr Wachen nach dir als gestern. Und Ratsfrau Darks befehligt sie. Gib Acht, mit ihr ist nicht zu spaßen. Das ist aber nett, oder? Nein. Irgendwie check ich das teilweise nicht.
Schnell drücken, langsam drücken. Ich muss da noch reinkommen. Die Suppe, die sie uns heute serviert haben, hat wirklich nach gar nichts geschmeckt. Dieser miese Razzia meinte, wir bekämen dasselbe Essen wie die Oberstadt. Wer es glaubt, wird selig. Lügner, allesamt. Mhm. Und das war alles, was du mir mitzuteilen hast? Warte mal, ich kann den noch mal anquatschen. Die Suppe, die sie uns heute serviert haben, hat wirklich nach gar nichts geschmeckt. Okay, ja, ist okay. Laber nicht. Zum Glück gibt es Katzen auch in Erfia. Warum denn? Liegt dir etwas an diesen lächerlichen kleinen Kreaturen? Ach, halt die Klappe. Hä? Nein. Du fehlst mir, Homer. Das verstehe ich. Homer wird mir auch fehlen. Und hier ist sonst nichts, also gar nichts, nichts. Verdammt, Mann. Tja, das war ein kurzer Trip. Wie zum Teufel kommt man aus diesem Kaffee raus? Ich weiß einen Weg. Du? Läufst du mir etwa nach? Nö, aber ich könnte dir helfen. Echt? Ich kenne jeden Winkel hier. Mhm. Und was wird mich das kosten? Ein Apfel? Vielleicht? Du läufst mir also doch nach. Klar. Hast Hunger, was? Olivia, Liet. Folge mir. Oh, wie ist die kleine Suite? Aber ihr Lieben, der Part ist schon wieder rum. Ich habe viel zu viel Zeit in Sibal verplempert, aber ich wollte mich ja anständig umgucken, Leute. Auch wenn es hier echt begrenzte Möglichkeiten gibt, sich umzugucken. Nächste Folge sollten wir dann endlich hier raus sein und in der freien Wildbahn Dinge töten und Wusch machen und Wäsch machen. Mal gucken. Also ihr Lieben, haut rein.